Ja, wunderbar. Die Veranstaltung ist ja ein Teil der Reihe, die Heinz Norbert Jochs für uns zusammengestellt hat. Er hat auch Ben Levis in diesem Kunstforumsband mit interviewt. Da war der Film damals recht neu, den wir heute Abend sehen werden. Jetzt ist er, glaube ich, schon 2 Jahre alt. Und die Millionenblase zerplatzte Träume am Kunstmarkt. Und ich möchte gerne aus diesem Interview zur Einstimmung nur ganz kurz was vortragen, was ich wirklich schon so als Einstimmung ganz gut fand. Und zwar auf die Frage von Jochs antwortet Levis, was die Reichen kaufen, die Wahl, die sie trafen, ihr ästhetischer Geschmack, sagte nicht nur etwas darüber aus, was Sammler für Menschen sind, sondern auch darüber, wie sie ihren Reichtum zu vermehren versuchten. Für mich wurde der Kunstmarkt zum Symbol. Ich bin sehr gespannt auf diesen Film. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Ich bin auch sehr gespannt auf das Gespräch im Anschluss und denke, dass wir heute vielleicht damit anfangen, was wir mit dieser Reihe eigentlich wollten, nämlich wirklich sehr kritisch auch nachfragen, was auf dem Markt mit der Kunst passiert, was seit 2008 passiert und wie die Globalisierung oder die Digitalisierung und all das eben sich auch auf Sammeln auswirkt. Bisher hatten wir Sammler selbst zu Gast, die musste man natürlich auch ein bisschen höflicher umgarnen und fragen. Wer hat Museumsdirektoren zu Gast? Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass Sie heute Abend da sind. Danke. Danke. Ich weiß nicht, ob ich wage, eigentlich Deutsch zu reden hier vor dem Publikum. So, do you speak English? Okay. I'm quite surprised, actually, to be invited here in 2013. And that's not because I made this film in 2008, which makes it 5 years old. It's because in my film I said that... I said that this was a great contemporary art bubble. That was the English title. It was a great contemporary art bubble, and it was going to burst, and it was never going to come back. And I got that wrong, didn't I? Because we're living through a bigger art bubble than ever before. And I suppose that's why I have been invited back, because I'm still the only person, excuse my French, I'm still the only person who had the balls to try to investigate the art market and find out just what kind of crooked practices galleries were using to push prices up. And I think people are still today searching for an explanation about why Francis Bacon painting is going to cost £140 million. And I don't promise to have the answers, but I try to, you know, find some answers in this film. There's certainly some funny answers. And after the film, which I hope you managed to watch all of it. It's 90 minutes. I'm sorry about that. But anyway, if you do make it to the end, I'll be here to try and entertain you with some good stories and perhaps even some new theories about why art costs so much. Thank you. Also ich will es auch nur ganz kurz machen. Erstmal möchte ich vielen Dank sagen, dass du gekommen bist. Eigens heute aus London, hatte schon befürchtet, dass der Sturm uns einen Streich spielt, aber Gott sei Dank ist alles gut gegangen. Aber der Flug muss wohl nicht so ganz glatt verlaufen sein. Aber er ist heil angekommen, darüber freue ich mich. Ich freue mich auch darüber, dass Sie heute Abend gekommen sind. Also wir zeigen jetzt erst den Film, der dauert wirklich 1,5 Stunden. Ich kann Ihnen aber versprechen, wer noch nicht gesehen hatte, ich habe ihn heute das 4. Mal gesehen und muss sagen, also der Film ist einer der Held und von daher denke ich, also Sie werden es aushalten können, weil der Film wirklich gut gemacht ist und anschließend werden wir über den Film und auch über die Folgen des Films reden. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Vorführung und wir sehen uns gleich. Wir hätten jetzt 2 Möglichkeiten zu verfahren. Entweder wir unterhalten uns erst ein bisschen über den Film und über die Folgen oder wir beginnen direkt eine Diskussion oder ein Gespräch über den Film. Was wäre Ihnen recht? Vielleicht ist es einfacher, wenn ich erst mal eine Frage stelle. Ja. Also we speak in English now. Ja, wenn ihr wollt, können wir versuchen, Deutsch zu reden. Also, Deutsch ist eigentlich mein Party-Trick, aber das Problem ist, dass wenn wir theoretisch über Kunst reden... Wir können ja beides machen, wenn es zu kompliziert wird, okay. Auf Deutsch wechselst du in Englisch. Okay. Das ist dann für mich einfacher, weil ich in Deutsch reden darf. Lass uns probieren. Also meine erste Frage wäre, könntest du heute einen solchen Film, du speziell, ja. einen solchen Film
über die veränderten Entwicklungen, die es ja gibt, ja. machen? Oder wäre es schwierig, an die Leute noch einmal heranzutreten, mit denen du zu der Zeit noch Gespräche führen konntest? Klar könnte ich das niemals wieder machen, weil die kennen jetzt alle, was meine Meinung ist. Und ich meine, ich habe halbwegs meine Meinung sozusagen klar gemacht, 6 Monate vor Anfang des Drehs, indem ich habe für das Evening Standard einen Artikel geschrieben, das heißt Who Put the Con in Contemporary Art? Und Con auf Englisch heißt irgendwie ein Betrug, genau, danke sehr. You know, und ich wollte, dass sie wissen würde, dass ich ein bisschen gefährlich war. Weil normalerweise, wenn man einen Dokumentarfilm macht, schmeichelt man immer seine Gesprächspartner und versucht ganz nett zu sein und versucht irgendwie dadurch was rauszukriegen. Aber nach meiner Erfahrung der Kunstwelt, ich habe einige Jahre als Kunstkritiker geschrieben, hatte ich den Gefühl, den tiefen Gefühl, dass durch Schmeicheln würde ich nichts rauskriegen, sondern ich müsste sozusagen fast, a smoke bomb, ein Rauchbomb reinwerfen. Ich brauchte, dass einige Leute Angst vor mich hatten, um zu, I had to make them scared to sort of flush them out, like a sort of angry dog chasing sheep, You got to make them scared. Das war das Idee. Aber wenn ich das jetzt machen würde, würde ich keine Interviews bekommen. Ich meine, ich habe dir schon mal erzählt, dass innerhalb drei Monate nach diesem Film ausgestrahlt wurde, habe ich fast 80% meiner Arbeit als Kunstkritiker verloren. es gab nur ein, weißt du, dass diese Galerien machen immer diese so Galerieessen, ne? Und ich war immer so, ich habe das Evening Standard als Kunstkritiker geschrieben, war immer zu diese Galerien eingeladen und die haben mich immer so gesessen nach irgendeine schöne, reiche, alte Dame, weil sie wussten, dass ich irgendwie mich ganz gut unterhalten könnte. Und witzig war, und das würde sie schmeicheln. Und dann, jedenfalls, es gab nachher nur eine Galerie, der mich weiter zu ihrem Galerie-Abendessen, Vernissage-Abendessen eingeladen hatten. Deutsche Galerie, ganz tolle Galerie. Ja. Jetzt mal so gefragt. Ja, Monika's Bruce. Sie ist cool. She's a cool woman. Very cool. Very cool. Für mich ist ja die Frage, wenn man jetzt deine Beschreibung, deine Analyse, also wobei ich dir das Kompliment machen will, dass für mich dieser Film nicht nur ein Dokumentarfilm ist, sondern der hat ja was sehr Poetisches. So, und ja, können wir uns mal privat unterhalten. Jetzt ist für mich die Frage, wenn man das als Beschreibung, diese Beschreibung als Basis nimmt, welche Konsequenzen, du hast ein bisschen in dem Film darüber geredet, hat diese Form der Ökonomisierung der Kunst für den Aufbau von Sammlungen von Museen? Wow, ich habe versucht zu zeigen, dass das hat eine sehr schlechte Wirkung auf der Kunst in verschiedenen Fächer, Art und Weise. Und dass alle waren dafür verantwortlich, nicht nur der Sammler oder der Händler, sondern die Künstler selbst. Deswegen war ich so froh, dass ich habe diese Szene mit Anselm Reiler gekriegt. Und ich habe natürlich noch 30 Künstler gefragt, ob ich sowas haben konnte, so eine Szene. Kann ich zum Studio kommen und drehen und was weiß ich noch? Und Damien habe ich natürlich gefragt. Und alle haben Nein gesagt, mit der Ausnahme von Anselm, der ziemlich, ist er naiv oder ist er ehrlich? Ich weiß nicht. Ich finde, das in der deutschen Charakter gibt es eine bestimmte Transparenz, es ist eine bestimmte Offenheit. Die sind nicht so drauf, dass sie wollen was verbergen. Ich weiß nicht, ist das, weil sie dumm sind oder weil sie eine bestimmte Moralität haben? Weiß ich nicht. Und ich meine, es hat eine, das ist, ich könnte eine ganz lange Antwort geben, was hat das für eine Wirkung auf der zeitgenössische Kunst? Aber im Prinzip, es hat die Kunst fast, nicht alle Kunst, okay, es gibt noch ganz tolle Künstler heutzutage, aber es hat einen großen Teil der Kunst, besonders der Kunst, der sich teuer verkauft, fast in einen Witz über der Modernismus umgewandelt. Ist das verständlich? It basically turned, a lot of artists just started making jokes about modernism. I mean, that's what Anselm Reiler does. That's what Damien does. That's what Murakami does. I mean, it's just a joke. Murakami is a joke about Andy Warhol. Oder it's a formula. Ai Weiwei zum Beispiel.
Es hat, das, you know, interessante Künstler, aber das Kunst selbst, zum Beispiel mit Ai Weiwei, das Kunst selbst ist nur ein Spiel, auf was in der 60er oder früh 70er passiert ist. Und das ist, was diese Kunst macht. Das ist, was diese Spekulation, das ist die Wirkung, die es wirklich gehabt hat. Und es ist nicht sehr anders, als was in, am Ende der 19. Jahrhundert passiert ist, mit Salon Art, diese internationale, so, you know, akademische Kunst und Bewegung. Ich habe auch mal einen langen Artikel darüber geschrieben, den man im Internet finden kann. Das heißt The Dustbin of Art History, which was like, you know, a joke about Trotsky. Go where you deserve into the dustbin of history. Also ich habe einen Artikel geschrieben, die hat irgendwie zeitgenössische Kunst heute mit die zeitgenössische Kunst der Ende der 19. Jahrhundert verglichen. Und es heißt The Dustbin of Art History. Ist das eine Antwort? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Meine Frage zielt ein bisschen mehr darauf, also inwieweit kann ein Museum heute noch eine Autonomie bewahren, also quasi eine eigene Sammlung aufbauen, ohne nicht doch in gewisser Weise beeinflusst zu sein? Keine Autonomie. Es gibt keine Autonomie. I mean, it's all a deal. Es ist immer Handel. Von einem Tag, von morgen bis nachts. Es ist Handel mit Sammler. Weil die brauchen die Kunstwerke der Sammler. Das müssen sie irgendwann mal umsonst bekommen, um ihre, you know, Collection, um ihre Sammlung aufzubauen. Die können überhaupt sehr wenig Kunst leisten. Ab und zu kaufen sie irgendwas, ein Stück zeitgenössische Kunst, für viel mehr Geld, als es eigentlich wert ist. Aber you know, wirklich die Sammlung aufzubauen, müssen sie die Sammler befreunden und mit die Sammler arbeiten. Und you know, every exhibition is a negotiation. Und es gab zum Beispiel eine Ausstellung in the Tate Modern, das hieß about Pop Art. And the exhibition was called Pop Life. But do you know what, weißt du, was der erste Titel für diese Ausstellung hätte sein sollen? Richtige Grammatik? Is that the right German? The original title for that exhibition was meant to be called Sold Out. but the artist, in diesem Fall, one of the artists objected, you know. Verstehst du? Also, I mean, you know, it's always, es ist, aber vielleicht muss es so sein. Ich meine, ich halte nicht, in dem Sinn, ich halte nicht die Galerien dafür verantwortlich. Ich würde nicht unbedingt, you know, diese große Kurator oder Museumsdirektor, you know, dafür kritisieren, weil sie haben sehr wenig Geld. Ich meine, ich kenne nicht, you know, die Systeme in Deutschland, aber zum Beispiel in London, also es gibt eine Galerie, die in diesem Film nicht auftaucht, aber die gedreht haben, the Serpentine Gallery in London. And it's run by Julia Payton-Jones, right? Sie ist ein bisschen verrückt, nette Frau, also ziemlich. Und, you know, sie bekommt 100.000 Pfund von der guten britischen Regierung, von der Arts Council, aber irgendwie, sie schafft es, noch 800.000 Pfund, oder wahrscheinlich viel mehr noch, 800.000 Pfund von privaten, you know, Sponsoren, Sammler, Oligarchen zu bekommen. Und viele dieser Leute sind, you know, russische Oligarchen, die haben, you know, ein großes Haus in Kensington für 20 Millionen gekauft und nur Gott weiß, woher sie ihr Geld haben. Und, you know, einmal ging ich in der Galerie von der Serpentine, in Julias Galerie rein, ich habe, you know, für meinen Film zu drehen, das war in 2008, und die hatten eine Richard Prince-Ausstellung. Und ich wusste aus einem früheren Besuch, als ich when I wrote a review, weil ich habe eine Kritik für die Evening Standard geschrieben, ich wusste, dass jedes Kunstwerk in dieser Ausstellung eigentlich zu verkaufen war. Und es sollte eine Retrospektive von Richard Prince sein. Aber es war keine Retrospektive, es war alles aus seiner Garage, was er noch nicht verkauft hat, was er einfach im Flugzeug geschmissen hat und nach London geschickt hat, weil Richard Prince so berühmt ist und keiner wagt sich irgendwie, you know, was gegen Larry Gagosian zu sagen, war es irgendwie dann ganz ruhig in Serpentine aufgehängt. Und auf dem Tag, dass ich eine Kritik darüber geschrieben habe, wenn ich ging mal rum, da kam Larry Gagosian rein und followed by, nach ihm kam François Pinault. You know, und Larry Gagosian macht eine Privatführung durch diese Ausstellung in einer öffentlichen Galerie, um die Kunstwerke an François Pinault zu verkaufen. Aber ich habe das nicht in meinen Film gestellt, weil, I don't know, it's just like, ich dachte irgendwie, you know, Julia hat einen harten Job.
Sie hat nicht genug Geld von der Regierung. Was sonst soll sie machen? Und ich fand andere größere Targets, you know, Ziele in meinen Film, you know, anzugreifen. Ist das verständlich? Right. Jetzt ist der Unterton deines Films ist einerseits eine Ironie. Also ich finde es auch schon ziemlich amüsant, dein Gesicht jeweils zu sehen, weil aufgrund des Gesichtes hat man schon den Eindruck, das, was man hört, irgendwie anders zu verstehen. Wobei ich auch mich fragte, ist das bewusst auch so inszeniert von deiner Seite? Und das andere ist, da ist eine unglaubliche Wut, so rauszuhören. Ja. Sehr schön verpackt. Ja. Aber woher kommt diese... Du warst ja ursprünglich mal affirmativer, wenn ich das richtig erinnere, aus einem Gespräch, affirmativer gegenüber der Kunstwelt. Wann setzt du diese Wut oder wann setzt du deine Sucht, das anders zu analysieren, ein? Well, I was angry. What's the German word for betrayal? No, it's not Betrug, it's something else. Betrayal is like almost, because you know, you're betrayed by your friend or your girlfriend. Betrayal is really hard. Is that Betrug? Verrat, yeah. There was something, you know, about what had been happening to the art, that it was a kind of betrayal. I took it personally. And also, you know what, when there were so many people trying to stop me. Es gibt so viele Leute, die haben versucht, mich zu stoppen. Ne? Dieser Film sollte nicht happen, nicht stattfinden. Und Sotheby's hat mich erlaubt, am Anfang so ein paar Versteigerungen zu drehen. Und dann haben sie mich ausgeschlossen und auch Christie's. Und diese ganze Milliardären, das ganze wirtschaftliche System. Ich dachte, okay, you know, you're trying to get me, right? Okay, this is war. Ich dachte echt, das ist ein Krieg. Ich mache Krieg ein Jahr. Und lassen uns sehen, wer am Ende des Jahres gewinnt. You know, und ich mache nicht alle Filme auf diese Art und Weise, aber ich fühlte irgendwie, dass in diesem Fall, es war berechtfertigt, weil die Kunstmarkt war ein Symptom, you know, von der Richtung, von dieser total schrecklichen Richtung, wozu die Weltwirtschaft hinzuführt. Wir leiden immer noch unter dieser sehr schreckliche, you know, perverse Weltwirtschaft. Und dann auch, you know, es war ein Verrat der Kunst. Und auf diesen zwei Gründe dachte ich mir, okay, Wut ist berechtfertigt. You know. Es wird auch spannend sein. Also ich kann die Wut teilen. Jetzt endet, es war, glaube ich, 2008 ist der Film gemacht. Jetzt hat sich seitdem, am Ende klingt es so aus, als könnten jetzt die Preise nur stürzen. Die Situation ist aber doch eine andere geworden. Ja. Hat sich in deiner Analyse etwas verändert, dessen, was danach passiert ist? Ja, was hat sich verändert, ja. Well, you know, der Kunstmarkt, für ein Jahr ist der Kunstmarkt total zerplatzt. Okay, 75%. Okay, darin habe ich recht. Aber ich dachte, das würde irgendwie der Ende der Geschichte. Aber irgendwie innerhalb ein Jahr, 2010, das war wie die letzte Szene, diese große Szene in Terminator 2. You know, when the Terminator is, diese Tropfen auf dem Boden und dann sammelt es sich zusammen. Ja, yeah? You know, es war irgendwie das Kunstwerk hat sich wieder zusammengesammelt, zusammengebaut irgendwie, nur Gott weiß wie. Und, you know, es ist noch größer heutzutage als vorher. Also, in dem Sinne, vielleicht habe ich nicht recht gehabt. Aber, you know, damals, ich dachte, dass der Grund, warum der Kunstmarkt die Preise für Kunst so hoch gestiegen waren, dass die Kunstmarkt, man könnte Sachen in die Kunstmarkt machen, die man gar nicht in die andere Wirtschaft, in die größere Wirtschaft machen konnte. Aber jetzt wissen wir das eigentlich genau dasselbe, you know, insider trading, you know, deceitful, deceptive financial schemes, market manipulation, das genau dasselbe ist in die Finanzmärkten und Commodities Markets passiert. Und heute gab es einen ganz tollen Artikel im Guardian und es gab einen Zeiler drin, die ich habe irgendwie immer noch in meinem Kopf, das war total bedeutend. Die haben irgendwie, they added up, zusammengezählt, wie viel alle Banken der Welt bezahlt haben in Fines, das heißt in Büßungen, in Strafen, you know, in Strafen für ihre finanziellen Verbrechen. Bis jetzt.
130 Milliarden Pfund. That's like 160 Milliarden Euro. I mean, it's an unbelievable sum. That's more than we spend a year on the health service in Britain. It's unfucking believable. And I think that now, you know, was wir sehen können, und ich würde sehr gerne ein Buch darüber schreiben, wenn ich nur, you know, genug an Advance, wenn ich ein bisschen finanzielle Unterstützung dafür bekommen könnte, würde ich ganz, ganz gerne ein Buch darüber schreiben, über diese ganze Kunstmarkt und wie es verspiegelt, die ganze Finanzmarkt, worin wir leben. Und mindestens kann man sagen, ich wollte diese Film machen, weil ich fand irgendwie, dass die Kunstmarkt war, diese zeitgenössische Kunstmarkt, you know, vertretet oder verkörpert die Zeitgeist. Und ich finde, dass es immer noch wahr ist. Wenn du die Zeitgeist unserer Zeit verstehen möchtest, dann guck bloß an den zeitgenössischen Kunstmarkt. Also wird im Film deutlich, dadurch, dass du mit Wirtschaftsexperten gesprochen hast, wird deutlich, dass der Kunstmarkt der unregulierteste überhaupt ist. Glaubst du wirklich, dass wenn der reguliert wäre, dass dies schon eine erheblich bessere Situation wäre, die Preise nicht endlos steigen würde, was wiederum ja zur Folge hat, dass öffentliche Museen Schwierigkeiten haben, also zu ihren Kunstwerken zu kommen? Um ehrlich zu sein, ja, I really do believe that if you regulated the art market in certain ways, prices would come down very considerably. You know, if you were able to demonstrate, for example, or show how prices were fixed at auctions in China, or how Chinese contemporary art is used as a kind of way to fix property deals, like it was in Japan. I think if you could really see how that was done, like that market would, you know, collapse. And just as a point, if you Google Aborigine art and the Australian art market, there was recently, I'm sorry to do this in English, but recently the Australians started to regulate the Aborigine art market. And there was an article online about 6 months ago about how prices had crashed in the Aborigine art market as a result of this regulation. What a bad thing it was. Versteht ihr? Ja, selbstverständlich. Sonderstellung haben, weil sie extra groß waren. Aber da sind ja 8.000, 12.000 Pfund bezahlt worden von Sachen, die sonst 10-mal so viel kosten oder noch mehr. Und das ist ja genau dieses Jahr im Oktober war die, glaube ich, dokumentiert. Also eine absolute Bestätigung. Ja, stimmt. Ja, that's a good story. The Saatchi auction is good. Poor Charles Saatchi. Have you been reading about him this week? No. You haven't been reading about him? Oh God. It's so sad. Er sitzt im Gericht mit seiner ehemaligen Frau. Sie will scheiden und es geht um, you know, ob sie Koks die ganze Zeit genommen hat und was für ein, what's a bully in German? What's a bully in German? You know, wie übel er ist und wie er hat sie missbraucht und was weiß ich noch. Guck mal in Zeitungen. Es macht Spaß, sowas zu lesen. Also ein Aspekt oder etwas, worauf du anspielst, ist, dass dadurch, dass diese Preise so hoch sind für bestimmte Künstler, also nicht nur die du nennst, entsteht natürlich auch eine Sehnachfrage seitens des Publikums. Man möchte Murakami dann gesehen haben, man möchte Damenhirst gesehen haben. Ja. Das beeinflusst ja auch nicht nur den öffentlichen Geschmack, sondern es hat natürlich auch Auswirkungen, dass dadurch ein Druck entsteht auf Museen, Künstler, die sie früher nie ausgestellt haben, gleichwohl auszustellen. Ja. Wie denkst du über dieses gegenseitiges Wechselverhältnis von Manipulation von Geschmack auf dieser Ebene und dem, was Museen dagegen vielleicht setzen können? Well, oft diese Museen, die haben zwei Strategien und die haben immer gleichzeitig zwei Ausstellungen. Und
You know, und der eine Ausstellung ist irgendwie populärer Scheiße und der andere Ausstellung ist gute Kunst. Ich meine, wenn du guckst, was der Tate macht, ist immer dasselbe. Und Louisiana, das ist ein ganz tolles Museum in, you know, die sind auch dasselbe. Es gibt immer irgendwie eine Jeff Koons oder Damon Hirst oder Pop Art Ausstellung und dann gibt es immer was Gutes. Und die gute Ausstellung leider ist immer viel leerer. Oder? Ist das zu vereinfacht? Könnte man auch sagen, hat das wirklich mit uns zu tun, also zum Beispiel jetzt bei uns mit dem Museum. Also das ist so beyond, das ist so was anderes, da mit denen konkurrieren wir ja auf gar keiner Ebene, können wir gar nicht, wollen wir wahrscheinlich auch gar nicht. Wenn wir eine Hörstausstellung machen würden, also hat die Tate gemacht, aber würden wir nie machen. Naja, ist die Frage, also das passt, finde ich, noch irgendwie... Nee, für mich ist die Frage so... Also also wie kann man Aufmerksamkeit erzeugen für eine Kunst, die nichts mit dem zu tun hat, von der du da redest? Was gibt es für eine Strategie seitens Museen, die nicht daran partizipieren wollen, um eine vergleichsweise Aufmerksamkeit für Dinge, wo es sich noch lohnt, darüber nachzudenken, herzustellen? Das ist für mich eine Frage. Hast du eine Idee? Es gibt nichts, was sie machen können. If they want what we call footfall, you know, if you want a big hit show to do with contemporary art, you're going to have to show work by artists who are selling for, you know, $50, $60, $70 million a piece, because that's how you get lots of people in. I don't think, in that sense, museums don't really have a lot of choice. I mean, you're not going to get a lot of people to see an exhibition by Francis Alice or Tatiana Truve, or whoever, you know, your favored artists are. They're just not going to come. Not in the same scale as if you have a Jeff Koons show, or a Roy Lichtenstein show, or a Gerhard Richter show, or, you know, we're in a culture where the stars are the stars, but what makes a star is ever more artificial, isn't it? Even in music, I mean, in every field, it's more and more artificial. Jetzt gibt es ja diese Diskussion über die Kunst, die zur Ware geworden ist, schon seit den 70er Jahren spätestens. Und eine Frage, die sich dabei ja anschließt, ist, in dem Augenblick, wo Kunst zur Ware ist, und es gibt keine Kunst, die nicht zur Ware geworden ist, wie sehr verdrängt dieses zur Ware geworden sein die inhaltliche Auseinandersetzung? Also in dem Film merkt man ja, dass es schon ausreicht, dass etwas teuer ist, um für toll befunden zu werden. Also wie lässt sich auf Kunst schauen, jenseits davon, dass sie ohnehin zur Ware geworden ist? Lässt sich das überhaupt noch trennen? I think that you might have to ask me that in English. Entschuldigung, das ist sehr kompliziert auf Deutsch. Kann mir jemand helfen? Sie sind, glaube ich, Engländer? Oder? Also seit den 70er Jahren gibt es diese Auseinandersetzung, Kunst ist zur Ware geworden. Und seitdem sie zur Ware geworden ist, hat die Diskussion um die eigentliche Inhaltlichkeit von Kunst nachgelassen. I think this argument, it's very complicated at this point, but it's actually quite circular, because it wasn't just the market that produced the commodification of art or the transformation of art into repeatable commodities. It was the narrative of modernism itself, in my opinion. And if you look at somebody like Roy Lichtenstein, I mean, the thing I feel about Roy Lichtenstein is I've always wanted to ask, I don't think he's still alive, but apparently he was a very nice man. And I always wanted to ask Roy Lichtenstein,
did you ever get bored doing the same thing every day? And I always imagine that his wife, he got up one day and he said, I want to do this anymore. And his wife said, but you've got to, Roy. You can't change now. Don't you remember what happened to Magritte when he did the what's it called, the period vache? Do you remember the Magritte? You've got to carry on doing the same thing. That's how art history works. And it just strikes me that it's not an area I'm an expert on, and you probably know more about this than me, but it just strikes me that actually the sort of narrative of modernism kept telling artists they had to produce these commodities. You have to do one thing, do it the same and the same and the same. And in fact, this idea of style, what we used to know in the 19th century as style, became kind of formulas and commodities and product lines or merchandise, you know, at some point in the post-war era with people like, you know, Fontana. I mean, is Fontana a good artist, or is he an artist who's produced one good work of art? I can't answer that question. I can't answer it at all. But I do think that, luckily nowadays, lots of art historians are trying to get us to think about artists who kept changing their styles and who haven't really been part of art history because they kept changing their styles. Does that make sense? Ja, klar. I don't know, really, but anyway. Jetzt eine Frage, die ich immer wiederholt jetzt gestellt habe bei diesen Abenden. Wo siehst du den Unterschied? Und die meinen, das müssen sie kaufen, weil sonst in 10 Jahren wird es viel zu teuer. Und mein Freund meinte mir, aber das ist Unsinn, weil die kaufen nur Scheiße und viel zu viel davon. Sie sollten 10 Jahre warten, bis man weiß mindestens, oder 50 Jahre warten, wie man weiß mindestens, was wichtig ist oder nicht. Und dann ist es egal, ob man 10-mal so viel bezahlt oder nicht. You know, I mean, I think it's very difficult to know what's art historically important anyway, whether you're a private dealer, whether you're a private collector or a dealer or a curator or a museum director or an art critic. I don't think any of us really have much of an idea what's going to be important in 50 years time. Schreibt Damien Hirst mit dem, was tut, mehr Wirtschaftsgeschichte oder auch Kunstgeschichte? Oh, das ist nur Wirtschaftsgeschichte oder so kulturelle Geschichte. Das hat wenig mit Kunst zu tun, meiner Meinung nach. Aber hat dadurch, dass diese Künstler diese Präsenz haben, drücken sie ja schon etwas über die Zeit aus. I don't know. No, well, did they express something about our time? Just like, yeah, like Bouguereau, you know, the French 19th century artist, like Bouguereau or Marquette. You had this Austrian history painter or Couture or, you know, these English guys, Alma Tadema, whatever it is. They told us something about the time in which we lived. They told us something about 19th century culture and what appalling taste rich 19th century, you know, oligarchs had. And I think, ich finde das schon, Damien Hirst, sein Kunst, you know, erklärt uns viel über unsere Kultur. Aber das heißt nicht, dass es gute Kunst ist. Kunst
Well, yeah, es gibt in Galerien, you know, es gibt immer, you know, viele dieser Kunst, der in der Zeit sehr wichtig ist. Aber das heißt nicht, dass, und es gehen immer noch sehr viele Leute, das anzuschauen, aber das heißt nicht, dass es gut ist. Ich meine, guck mal in Berlin, da gibt es diese fabelhafte Schinkelgebäude, diese alte, wie heißt das, der alte Nationalgalerie, voll mit dieser endlosen Biedermeier-Landschaftsscheiße. You know, ein Zimmer nach dem anderen. Habt ihr das mal besucht? Das ist entsetzlich. Das ist meiner Meinung nach, das ist ein Kunst von sehr minderwertiger Qualität. Aber trotzdem ist es ein Museum, ist es in einem Museum, weil in der Zeit hat es eine Bedeutung gehabt. Und wir können schon erwarten, dass in der Zukunft, es wird irgendwo eine Tate in 100 Jahren, you know, ein Raum voll mit Damien Hirst oder was weiß ich. Aber das heißt nicht, dass man das als gute Kunst, you know, das heißt nicht, dass man das als gute Kunst loben wird. Aber wenn du... und malen, seit 8 Jahren, 30.000 Werke habe ich. Aber ich werde einen Makler, einen Kunsthändler finden, um mich weiter zu Aldi oder zu Lidl gehen, diese Karton zu sammeln oder sagen wir ein bisschen teurer zu Edeka. Dankeschön für deinen Film. Bitte. Aber ohne einen Vermittler, kein Künstler, kann ich weiterleben. Selbst du hast gesagt, wenn du finanzierst, jemand dich unterstützt, du kannst einen anderen Film machen. Dein Film ist mehr gegen Kapitalismus, weniger hat von Kunst getan, meiner Meinung nach. Aber trotzdem danke schon für deinen Film. Bitte sehr. Jetzt möchte ich nochmal nachhaken. Eben meintest du, man sollte lieber abwarten, um zu sehen, also welche Kunstwerke wirklich etwas aussagen über die Geschichte der Kunst. Was sind die Kriterien? Also wann kann man sagen, dass dieses Kunstwerk oder jenes etwas über die Zeit vor 20 Jahren mehr ausgesagt hat als vielleicht Künstler, die zu dem Zeitpunkt gehypt worden sind? Was sind die Kriterien da? Warum stellst du mir solche schwierigen Fragen vor? Weil ich selber keine Antwort darauf habe. There's two different areas here. There's art that kind of reflects the age in which it was produced, so art that's historically important, and art that's aesthetically important. It's art that's artistically important, if you like, and art that's historically important. And we can probably agree now on the art that we think is historically important. It reflects our age. That's not necessarily the good art. What criterion, you're really asking me, what criterion do I have to assess art that I think will last, art that's aesthetically important? And I have, you know, a sort of little list, but it's quite old-fashioned. I kind of want to see, I mean, and it's very difficult to define, especially if you're skilled in contemporary sort of philosophy and postmodern theory. But I suppose I like to see art that is situated within, that somehow develops what's gone before without making a joke out of it or repeating it. And I like to see art that engages with the issues of our time, with the subject, with the period in which we live. And I like to see art that, even if it's done by a machine, I like to see art that has some large elements of skill in it. But those are quite old-fashioned ways to, you know, evaluate art, I must admit. Nun hast du Kunstgeschichte und Geschichte in Berlin und in Cambridge studiert. Und mir scheint es so zu sein, als könnte man über die Frage, die ich dir gerade gestellt habe, eigentlich nur darauf antworten, wenn man sowohl die Geschichte sieht, als auch die Kunstgeschichte, weil es ein Wechselverhältnis gibt zwischen dem, was ein Kunstwerk womöglich über die Geschichte aussagt, um dann zu entscheiden, dass dieses Kunstwerk mehr über meinetwegen, was haben wir jetzt, 2013 aussagt, als vielleicht eins, das gerade gehypt worden ist.
well, man braucht nur die Nachrichten, you know, im Fernsehen zu gucken und dann ein bisschen oder Zeitungen zu lesen, dann zu, you know, dann kann man wissen, ob ein Kunstwerk was mit, you know, mit dem Zeitalter was zu tun hat, mit, ob es sagt was über unsere Welt. I mean, I think that's difficult. Ich meine, ich fand es gut. Ich habe Geschichte und Kunstgeschichte studiert. Das fand ich sehr nutzvoll. Das hat mich, you know, das war gut für mich. Und ich habe mich immer für Geschichte und allerlei Aspekten Kultur interessiert. Ich bin einfach ziemlich neugierig. Aber wenn man einen Dokumentarfilm so wie diese macht, you know, man braucht eigentlich nicht sehr große, you know, allgemeine, weltumfassende Ideen zu haben, um ehrlich zu sein, weil man kann einfach sagen, ich studiere diesen Fall. Ich studiere den Fall von Anselm Reiler. Wie macht er seine Streifenbilder? Und ich brauche euch nur zu zeigen, wie er diesen Streifenbilder macht. Dann weiß er alles, wissen wir alles, ob es oberflächlich ist und das ganze Spiel, was er macht. Und auch gleichfalls mit, you know, diesem chinesischen Bild, dieser Bild von Zhang Xiaogang. Und diese Pfad zu sehen, ich brauchte nur, you know, in diesem Einzelfall ein Detektiv zu sein. Und es war viel besser, dass ich meine großen Ideen in, you know, in Mülleimer wirfte, während ich diese Film machte. Und weil ich brauchte nur diese Einzelfall, ich musste euch was beweisen, es ist ein Dokumentarfilm, ich muss was zeigen. Und dieses Zhang Xiaogang-Bild, you know, das war so eine fabelhafte Geschichte. Du musst dir vorstellen, dass ich hatte irgendwie 40 andere Geschichten, die ich nicht folgen konnte. You know, that's what making films is about. You know, you fail and then you one success is enough. Und dieses Bild, dass man könnte irgendwie das Ding folgen und man könnte ihm interviewen und, you know, diese Geschichte von wie die Sammler haben, you know, the Louisiana betrogen und dann ist es, you know, da ausgestellt und gleich versteigert und der Typ, der es gekauft hat, hat 6 Millionen dafür bezahlt, aber hat es gar nicht angeguckt. I mean, das zeigt alles über diese Kunst, seine Qualität und wie die Markt manipuliert würde. Und das Film, die Kraft des Films bezieht sich viel mehr auf, you know, die Fälle, die ich entlarvt habe und die Geschichten, die ich erzählt habe, als, you know, meine Intelligenz, meine Analyse der, you know, zeitgenössischen Kultur, die, you know, ziemlich mangelhaft ist. Jetzt. Perspektive. Da würde mich mal einfach aus Neugier interessieren, wie da bestimmte Szenen gedreht werden konnten. Also weil man weiß ja, also wenn man irgendwo Kunst filmt oder aufnimmt, dann muss man ja immer Genehmigungen haben, aber das hat es doch bestimmt nicht überall gegeben. Also da ist schon ein kräftiger, subversiver. Aber ich habe Genehmigungen bekommen, weil sonst hätte ich meine Kamera nicht rausnehmen sollen, nehmen können. Das auch bei der Damien Hirst Auktion. Oh no, das nicht. Da habe ich einen Freund reingeschickt. Das stimmt. Das ist eine Ausnahme. Das ist der Ausnahme, aber, you know, aber diesen allgemeine Bilder, das Damien Hirst Versteigerung, it was a preview, what's a preview in German? Anyway, it was the Vorschau. Der Vorschau, da gab natürlich hunderte verschiedene Kameras und TV-Mannschaften da, es war kein größeres Ding, jemand irgendwie, you know, einzuschicken, was zu drehen. Du hast ja die Strategien der Sammler zu eigen gemacht. So, jetzt ist der Film, also wollte auch darauf zu sprechen kommen, also auch über den Film, wie der gemacht ist, zu sprechen. Das Ganze ist sehr subjektiv angelegt. Das Ganze erinnert mich selber an Road Movie. Und es erinnert mich so an eine Detektivgeschichte. Diese Struktur des Filmes, die wir jetzt im Endergebnis gesehen haben, war die von vornherein in deinem Kopf? War die quasi als Grundstruktur da? Oder ist die während einer konfusen Recherche dir gekommen? Diese großen Filme, das dauert so lange, die zu finanzieren und dann die zu machen, dass irgendwie das Endprodukt ist immer total anders, als was man denkt, es sein wird. Aber auf der anderen Seite irgendwie, das ist, irgendwas passiert im Kopf. Man denkt, es ist genau, was man immer irgendwie vorgestellt hat. Also,
Aber, you know, es war irgendwie 2006 und ich habe den BBC vorgeschlagen, ich sollte einen Film über die Kunstmarkt machen. Es gibt diese große Kunstblase. Ich hatte diese Idee, ich sollte 50.000 Pfund von den Bank leihen und dann würde ich Kunst kaufen und verkaufen, um den Versuch, einen Profit zu machen. A bit like a property show, wie diese Immobilien, you know, Sendung am Fernsehen. Das fand ich irgendwie witzig. I thought that'd be really funny. Und das BBC, yeah. Irgendwie 2 Jahre lang oder 1,5 Jahre lang haben sie, und dann haben sie mir eventuell den Auftrag bekommen, Herbst 2007. Und dann habe ich gesagt, ja, aber you know, es tut mir leid, in 1 Jahr, das Kunstmarkt wird zerplatzen. You know, und das war irgendwie mein Kopf. Das war ein bisschen von einem, you know, ich war ein bisschen tapfer, so was zu sagen. Aber ich dachte, das Kunstmarkt, das würde nicht so aufrecht halten da. Ich dachte, das würde zusammenplatzen. Ich könnte niemals, you know, Kunst kaufen und verkaufen, you know, mit der Idee, dass ich würde davon einen Profit machen in dem kommenden Jahr. Und ich sagte, nein, jetzt, wenn ihr diesen Film haben wollt, dann müsst ihr mich lassen, einfach das Kunstmarkt zu folgen, von seinem Höhepunkt bis zu es zerplatzt. Und das habe ich gemacht. Ich dachte, es würde im Sommer zerplatzen. Ich dachte, der Damien Hirst Versteigerung würde eine Katastrophe sein. Ich musste warten. Und ich habe viele Sachen gedreht, viel Geld verschwendet mit Szenen über Banksy und was weiß ich noch. Ich habe gedreht. Es war alles, you know, nicht gut genug, weil das war irgendwie, es war zu viel, was ich gedreht habe, weil einfach Meinungen. Ja, ich finde diese Kunst gut, ich finde diese Kunst nicht gut. Und das ist so lala in den Dokumentarfilmen. Und ich suchte immer irgendwie, you know, für Beweis, für etwas Spannendes und Wahres. Und dann, you know, es war fast wie der Erste Weltkrieg. Jeden Tag stand ich auf und ich ging über den Top, over the top, you know, gegen das Maschinengewehr der Kunstmarkt. Und jeden Tag, you know, ich wollte Interviews. Ich habe jeden Tag irgendwie 5 Leute geschrieben. Ich wollte sie Interview mit ihnen machen, aber haben Nein gesagt. Ich wollte was entdecken. Und dann irgendwann mal, nach 3 Monaten von dieser schrecklich deprimierenden, anstrengenden, you know, Unternehmung und Aktivitäten, habe ich, you know, ein Angebot bekommen von jemand, der ich kannte, der arbeitete für White Cube. Und diese Person hat gesagt, ja, möchtest du eine Liste von all die Kunstwerke, die White Cube hatten, die von Damien Hirst zu verkaufen? You know? Und ich sagte, oh ja, das klingt interessant, okay. Dann habe ich dann hat diese Person das ausgedruckt und mir das in Post geschickt. Das, oh toll, aber das ist alles ist schwarz-weiß. Können Sie mir das farbig wieder drucken? Ja, okay. Dann kam das irgendwie nach 3 Tagen im Postnetz und ich dachte, oh, das könnte. Aber es hat 3 Wochen gedauert, bis ich wusste, was ich eigentlich hatte. Ich weiß nicht, ich bin ziemlich dumm. Und irgendwann mal, es gab irgendeinen Tag, es war sicher 2, 3 Wochen nachher, und ich stand auf. Literally, one morning I woke up and I was like, oh my God, I've got a really good film. This is it. This is all I need. I've done it. This is amazing. Und dann, ich hatte die Idee, dass ich könnte die Liste in meinen Film veröffentlichen. Aber dadurch würde ich in ganz viele Schwierigkeiten kommen mit den BBC Codes, mit BBC Guidelines, BBC Regelungen. Weil wenn du etwas sozusagen geklaut hast oder, you know, ohne Erlaubnis bekommen hast, das kannst du nur veröffentlichen, you know, wenn du, if you can prove, wenn du beweisen kannst, dass es in der Interesse des Publikums ist, das zu wissen. Und kann man eigentlich beweisen, dass es in der Interesse des Publikums ist, zu wissen, was Kunstwerke kosten? Nein. If I'd have gone to the BBC like that, BBC hat Angst über solche Sachen und es ist sehr schwer, es gibt viele Regeln. Das hätte niemals geklappt. Ich hatte eine bessere Idee, you know, dass ich, you know, I put on my art critic's cap and went to my friends at the art newspaper, wie ihr gesehen haben, und ich habe mich gefilmt, während ich es to the art newspaper geleakt haben, ja? You say geleakt, okay. Und natürlich, wenn der Artikel kam in Art Newspaper raus, sagt es nicht, dass Ben Lewis diese Liste eingeliefert hat. Natürlich nicht, das wäre doof. Es sagt einfach, dass sie haben die Liste bekommen und es ist eine. Und dann könnte ich, you know, zu verschiedenen Journalisten gehen, die haben diese Liste benutzt und diese Geschichte wieder erzählt, so wie The Sunday Times und die White Cube anrufen haben. Ich könnte sie fragen, ja, was hat White Cube gesagt?
I mean, it was what you call, in auf Deutsch, es ist eine Falle, ne? It's a trap. It was a, it's what you call a sting in English. Aber, you know, ich wollte nicht White Cube betrügen. Ich habe endlos White Cube geschrieben. You know, bitte kann ich ein Interview haben. Es ist besser, wenn ich ein Interview habe. Und eventuell, ich fühlte so schuldig darüber, dass eventuell, bevor ich das gemacht habe, habe ich die White Cube geschrieben, come on, you've got to give me an interview. It's better the devil you know. Und dann habe ich ein ganz übles E-Mail zurückgeschrieben bekommen von White Cube, die irgendwie, und ich dachte, oh, ich hätte das nicht schreiben sollen, jetzt werden sie das zum BBC weiterleiten, jetzt ist meine Karriere zu Ende, mein Gott. Because they could have, you know, that better the devil you know, das klingt wie eine Bedrohung. Und ich unter verschiedenen Regelungen soll ein Journalist, der einen Film für das BBC macht, der sollte nicht, you know, seine mögliche Gesprächspartner bedrohen. Das geht nicht, klar. Aber jedenfalls, White Cube hat das nicht gemacht, Gott sei Dank. Und es kam nur 6 Monate später, als der Film, you know, auf der BBC kam, am Fernsehen in Deutschland, aber es war erstmal am BBC. Nur dann haben das White Cube entdeckt, das war ich. Das war ich, nicht The Art Newspaper. Der hat diese Liste bekommen. Ja, yeah, that was bad. Und die Reaktion war? Die Reaktion von der Kunstwelt, die Hälfte, einige Leute kamen zu mir, Directors von Galleries kamen zu mir und haben meine Hand geschüttelt und sagten, you know, du kommst nicht von unserer Welt, aber du hast gezeigt, wie es wirklich funktioniert. Ich fand es fabelhaft, was du gemacht hast. Aber die anderen 50% kamen zu mir und sagen, aber jeder weiß, dass es wie es ist. Was meinst du? Wir wissen das alle schon. Das ist nicht wichtig. Es muss so sein, das ist, wie es ist. Und jeder weiß, wie das ist. Also warum hast du, you know, deine Zeit verschwendet, unsere Zeit verschwendet in diesem Film? Also es war 50-50. Aber, you know, eigentlich die Reaktion für mich persönlich von der Kunstwelt war negativ im Sinne, dass danach auch alle die Galerien, mit denen ich befreundet war, und alle die Galerien, die fanden meinen Film toll, die könnten mich nicht wieder vertrauen. Okay, ich habe sie nicht angegriffen diesmal, aber wer weiß, was ich nächstes Mal machen würde. Wer weiß, was passieren würde, wenn sie zu mir irgendetwas bei irgendeinem Abendessen erzählen würde. I mean, so in dem Sinn, you know, the shutters came down. Do you know that expression? In dem Sinne, es war really difficult. Und du bist so unberechenbar? Und du bist so unberechenbar? Was heißt unberechenbar? Well, not really. No, aber Sie haben das gesehen. Ich meine, ich benutze niemals, was jemand mir sagt über ein Bier oder auch ein teures Essen. I mean, weil die Journalisten, wir können das nicht benutzen. Weil wenn wir haben keine Tatsachen, you know, it can be libel. And you can get sued. So they misunderstood, in a way, they misunderstand journalism, they misunderstood me, they don't really know how it works, they were very, very suspicious. And I can only do a film like this again when I meet the Edward Snowden of the art world. Is there anyone here like that, you know? Nun hast du in dem Gespräch, das wir vor keine Ahnung wie viele Jahren geführt haben, gesagt, dass du eigentlich durch die Analyse, früher wärst du eher affirmativ gewesen, aber durch die Analyse wärst du eher nach links gerutscht. Ja. Ja. Ja, ich habe, zwischen 2000 und 2005 habe ich viele Filme über Kommunismus gemacht. Und ich habe einen Film über kommunistische Witze gemacht. Kommunistische Witze, Entschuldigung. Ich habe ein Buch geschrieben, das auf Deutsch veröffentlicht wird. Das heißt Das komische Manifest. Und ich habe dadurch einen lebenslangen Hass vom Kommunismus bekommen. Weil ich habe so viele Leute im ehemaligen Ostländer getroffen und mit sie gesprochen. Damals fand ich Kapitalismus total toll. Ich finde das gut. Kaufen, verkaufen. Yeah, it's good. That's what people want. I like that. Ich fand es immer gut. Ich finde Geld total okay. Aber you know, kommunistische Witze verkörpern die Zeitgeist von, you know, der Ostblock, genau wie zeitgenössische Kunst verkörpert die Zeitgeist von globalisierter Kapitalismus. Und in den letzten 10 Jahren bin ich wahrscheinlich wie jeder andere, you know, viel kritischer Kapitalismus gegenüber geworden.
wie wenn wir gesehen haben, wie es, you know, wie es pervertiert würde. Aber denkst du für dich über eine Utopie nach, wie das anders sein könnte, außer Regulierung des Marktes? Well, ich bin immer noch kapitalistisch. Ich glaube, wir müssen einfach das Markt regulieren. Aber vielleicht bin vielleicht war ich einmal Kapitalist, dann war ich kommunistisch, nee, aber linksradikal. Aber jetzt bin ich einfach zynisch geworden in meiner Alter. Da kommt irgendein Zeitpunkt, wenn du denkst, warum versuche ich immer, you know, die Welt zu korrigieren oder zu verbessern? Es klappt nicht. I don't know. Ich bin ziemlich zynisch heutzutage geworden.